diese grundlegende Herausforderung ist, dass wir es geschafft haben, in unseren Unternehmen ganz hervorragend die Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Aber wir müssen jetzt die unternehmensübergreifenden Geschäftsprozesse digitalisieren. Wir müssen unsere Workforces überall auf diesem Planeten unterstützen. Wir brauchen Information immer und überall. Und ich denke, da kann Cloud Computing tatsächlich eine Antwort sein, indem sich Unternehmen darauf fokussieren, ihre Wertschöpfungsprozesse, also die Prozesse, aus denen sie wirklich wertschöpfen für das Unternehmen, die intern zu halten. Und alles, was standardisierbar ist, alles, wo man nicht einen Wettbewerbsvorteil herausholt, kann man in die Cloud lagern. Das Unternehmen oder der CIO muss eigentlich schneller sein als der Mitarbeiter oder der Anwender. Weil sonst holt er sich jetzt eine App aus irgendeinem App Store, wenn er die gerade hat. Ja? Wenn ich aber jetzt schneller bin, den statt Dropbox eine andere Lösung schon zur Verfügung stelle und quasi das Leben versüße, dann habe ich ihn schon gewonnen. Ja? Wir sind ja einer, kann man fast sagen, der Verursacher des Problems. Ja? Unter Anführungszeichen, wenn ich mir unser Portfolio anschaue, wenn ich das betrachte, dann habe ich vom Smartphone bis zum Supercomputer alles, was es gibt. Jetzt muss ich damit umgehen. Also die Diskussionen, die sozusagen ich in den letzten 6-12 Monaten mit CIOs führe, ist, wie bringe ich das unter einen Hut? Laut einer britischen Studie für Rentner gebe ich schon 50% der Arbeitnehmer ihre privaten Geräte, oft aber ohne die ausreichenden rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber zu bekommen. Und ich lese auch, dass in Österreich nur jeder Zweite sein Handy ohne Passwort verwendet. In Österreich, es gibt natürlich kein Gesetz für Bring-Your-Own-Device. Der Geschäftsführer eines Unternehmens ist selbstverständlich auch für die IT-Sicherheit und den Datenschutz verantwortlich und zwar auch dem Unternehmen und kann daher auch persönliche Konsequenzen zu gewärtigen haben, wenn da was Gröberes passiert. Diese Spaß-Thematik mit Facebook erleichtert und Kommentare dazu zu machen, das müssen wir aber hinüberbringen in eine wirklich rechtssichere Form, wo wir diese Dinge auch entsprechend absichern und dieses Bewusstsein haben, auf der einen Seite enorme Flexibilität zu haben, und auf der anderen Seite aber doch Beständigkeit und Rechtssicherheit. Und das wird wir als Technologieunternehmen natürlich davon leben, dass wir selbst, unsere Mitarbeiter, unsere Partner frühzeitig von allen neuen Technologien, die es halt im Citrix-Umfeld gibt, informiert werden. Das heißt, was wahrscheinlich die Zukunft bringen wird müssen, ist, dass man die Technologie quasi als Basis sieht, aber den Mitarbeiter mal darüber zu informieren, wie gehe ich mit diesen Medien um, wie sind die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die steuerlichen Rahmenbedingungen, dort ist sicher noch sehr viel aufgrund. Die Organisation gedankt, aber auch den Austausch zu fördern. Ja, das ist gerade am Anfang des Ganzen, man sieht erste Pflänzchen, aber es lebt von den einzelnen Mitarbeitern. Die Bereitschaft da mitzutun, sich einzulassen drauf, die Informationen auch bereitzustellen und gewisse Informationen aber abzuverlangen. Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, ob es funktionieren wird, wir sind ja dabei, fest ist. Das realisieren, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich wollen, die wollen nämlich eine 4-Tage-Woche. Ja? Die wollen Montag bis Donnerstag Vollgas geben und Freitag bis Sonntag eine Gaudi haben. Das ist die Realität heute.